Brüder und Schwestern in Christus, ich kann mich ganz gut an die Zeit erinnern, wo ich die Entscheidung getroffen habe, zu den Franziskanern zu gehen. Ich war ziemlich jung, ich glaube damals noch 19, als ich diese Entscheidung traf. Und das war nicht einfach für mich. Das einzige Gefühl, das ich aus dieser Zeit kenne, war Angst. Das ist zwar nicht der Beweggrund gewesen, in den Orden einzutreten, aber das ist das einzige an Gefühlen aus dieser Zeit, an das ich mich erinnern kann. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und ein mutiger Mensch bin ich nicht unbedingt. Ich mag die Sicherheit, die mir meine Eltern damals gaben, die mir auch vielleicht meine bevorstehende Ausbildung gab. Ich mag wissen, was auf mich zukommt. Und doch irgendwie fand ich mir den Mut, das meinen Eltern zu sagen, die waren nicht gerade die glücklichsten damals über meine Entscheidung. Und diese Angst hat mich nie wirklich verlassen, muss ich ehrlich sagen. Die ist immer noch da. Immer wenn etwas Neues auf mich zukommt, kommt sie wieder auf. Ich kann ganz gut damit leben. Ich habe kein Problem damit. Diese Angst bestimmt mich nicht. Das habe ich sehr früh gelernt. Aber sie ist immer noch da. Doch sie kann hindern. Sie kann jeden Christen, jeder Christin daran hindern, ihm nachzufolgen. Und das geht ganz schnell. Höchstwahrscheinlich musst du dich an deine Jugendzeit jetzt erinnern, wenn ich dich einlade, zu schauen, vielleicht aus der Jugendzeit, vielleicht hast du doch jetzt so einen Wunsch, Christus nachzufolgen und eine Idee, wie man das machen könnte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und die Frage ist, warum? In den meisten Fällen haben wir es nicht getan. Warum hast du es nicht getan? Warum, könnte man heute fragen, gibt es so wenige Priester in Westeuropa? Ich sage immer, es gibt ausreichend. Aber das Volk Gottes ist immer der Meinung, es sind zu wenige. Warum? Ich glaube, es sind genug. Nur nicht jeder antwortet auf diesen Ruf. Deswegen werden so wenige in diesen Dienst dann gestellt. Man könnte weitere Beispiele aufzählen. Christus nachzufolgen, die erste und beste Berufung ist in der Familie. Da kann man ihm am einfachsten, nicht immer am einfachsten, aber am besten nachfolgen. Ist nicht jedem ins Herz geschrieben. Nicht jeder, obwohl er sich danach sehnt, wird jemanden finden, mit dem er die Familie gründen kann. Damit muss man auch leben. Wovor hast du Angst in deinem Leben, wenn du schaust, wie ich Christus nachfolgen könnte? Das ist eine wichtige Frage. Die ist nicht so belanglos, wie sie erscheint, wenn man das heutige Evangelium genau liest. Weil Jesus sagt klipp und klar, wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber das nicht tut, der ist arm dran. Das ist keine Drohung. Das ist eine Tatsachenfeststellung aus Liebe. Weil Gott weiß, seinen Weg zu gehen, ist das Beste, was dir geschehen kann. Du kannst nichts Besseres in deinem Leben tun, als
dass du seinem Plan folgst, der in dein Herz geschrieben ist. Man muss es manchmal entdecken, ist nicht einfach. Und das, was uns das sehr oft verunmöglicht, ist diese Angst, den Schritt zu machen. Den ersten Schritt, der zweite geht dann meistens ein bisschen leichter, nicht immer. Ich kann mich auch an die Zeit erinnern, wie ich nach Österreich gekommen bin. Es sind schon mittlerweile 10 Jahre. Das ist für mich die ferne Vergangenheit. Ich bin noch ziemlich jung. Und in mir war eine Unruhe und ich ging zu meinen Vorgesetzten, fragte ihn, weil ich wusste, die schicken jedes Jahr jemanden nach Österreich zum Studium, damit sie genug Leute haben, die auch der deutschen Sprache mächtig sind. Und aus dieser Unruhe ging ich zu ihm und fragte, na, sag mal, werde ich geschickt oder nicht? Aber damit ich diesen Schritt mache, das war auch eine Bereitschaftserklärung meinerseits, damit ich diesen Schritt mache, musste ich diese Angst, die in mir war, zu besiegen. Ich wollte gar nicht. Ich habe mir mein Leben ganz anders vorgestellt. Und doch, die Nachfolge damals bedeutete, den Vorgesetzten gehorsam zu sein, bedeutet auch immer noch. Deswegen bin ich auch hier. Weil ich, obwohl ich Angst hatte, mich von dieser Angst nicht leiten ließ, nicht bestimmen ließ. Fürchtet euch nicht. Weil Gott ist euch so nahe, dass ihr das euch nicht vorstellen könnt. Kannst dir vielleicht vorstellen, dass Gott alle deine Haare auf deinem Kopf gezählt hat? Bei einigen wird es leichter sein, zum Beispiel bei mir ist nicht so viele. Aber kannst du dir das vorstellen? Gott kennt dich so gut, dass er auf einem Blatt Papier vielleicht geschrieben hat, ein Haar, zwei Haare, drei Haare, alle Haare. Es ist lächerlich. Aber Gott ist dir so nahe, dass er Notiz davon nimmt, wenn ein Haar von deinem Kopf fällt. So nahe ist er dir. Und deswegen braucht man keine Angst zu haben vor dem, was auf einem zukommt, wenn man ihm nachfolgt. Das ist sehr anstrengend, sich dieser Frage zu stellen. Wovor in meinem Leben habe ich Angst? Was hindert mich daran, Christus noch mehr nachzufolgen? Ja, ich bin davon überzeugt, ihr alle versucht es mit mir, ihm nachzufolgen, sonst würdet ihr hier nicht sitzen. Was hindert mich daran? Was fehlt mir noch? Da kommt mir diese Frage des einen jungen Mannes aus dem Evangelium wieder auf. Wie er Jesus begegnet ist, ein reicher Mann, kommt zu ihm und sagt, naja, ich versuche die Gebote zu befolgen, ich lebe nach der Bibel, was fehlt mir noch? Und die Antwort, die Jesus ihm gab, das war das, vor dem sich der junge Mann am meisten fürchtete. Na, geh und verkauf alles, was du hast, dann folge mir nach. Um so etwas geht es in deinem Leben. Manchmal haben wir Angst davor, sich mit den Menschen zu vertragen, mit denen wir vielleicht im Streit sind, die wir vielleicht verletzt haben. Vielleicht bedeutet das für dich, heute nachzufolgen, je Christus nachzufolgen. Dass du jemanden verzeihst, dem du nicht verzeihen kannst. Und Verzeihung ist kein Gefühl, sondern ein Willensakt, zu sagen, ich verzeihe dir, obwohl du bist, wie du bist, obwohl du das getan hast, was du getan hast. Oder etwas anderes. Was hindert mich daran, Christus ganz nachzufolgen? Und wie gesagt, ihm nachzufolgen kann man überall. Es geht nicht um den Lebensstand. Darum geht es nicht. Sondern wie du deinen Alltag gestaltest.
Wie sehr bestimmt die Nachfolge Christi deinen Alltag? Und umgekehrt, wie sehr bestimmt diese Angst deinen Alltag? Was kannst du verlieren, wenn du ihm nachfolgst? Was wirst du verlieren? Was wirst du aufgeben müssen, wenn du ihm nachfolgst, ist die Frage. Manchmal sind es sehr kostbare Dinge. Die sind nicht schlecht. Die sind kostbar sehr oft. Warum soll man das machen? Naja, damit man das Leben in Fülle gewinnt. Schon hier auf Erden ist es ein Stückwerk möglich, nicht ganz. Aber es geht darum, was danach ist. Das Leben hier, das ist eine Perspektive von 80, 90, vielleicht 100 Jahren. Nicht besonders viel. Und Gott verspricht dir, du kannst leben, trotzdem, dass du stirbst. Das bedeutet nicht nur deinen leiblichen Tod, sondern auch dieses Sterben in der Nachfolge. Das ist eine Botschaft, die man nicht immer gerne hört. Ich höre es auch nicht gerne, wenn mir meine Mitbrüder manchmal sagen, du musst dies und das aufgeben, damit du weiterhin Christus nachfolgst. Aber eines kann ich euch sagen, es lohnt sich.